So, wie sieht's hier aus? Da können wir noch keinen Vorarbeiter reinsetzen wieder. Beim Stahl können wir Vorarbeiter wieder einsetzen für mehr Stahl. Wir haben wieder Stahl für Häuser. Krass. Dann machen wir erstmal die hier. So, der fliegende Jäger kommt aber relativ spät zurück. Aber es ist ganz schön, dass der nochmal Rohnahrung mitbringt, hoffentlich. Die Rohnahrung steigt wieder. Also ich hoffe, dass wir jetzt peu à peu mit jeder Nacht da nochmal Boden gut machen auf die 3.500. Ich meine, wir haben jetzt noch sehr viel Rohnahrung und aus einer Rohnahrung werden 4 Essensrationen oder wie ist das Verhältnis? Das ist, ne, genau, 4 Essensrationen aus 2 Rohnahrungen produziert. Das heißt also, aus den 270 werden 540 zusätzlich, aber die werden natürlich auch gleichzeitig wieder verbraucht. Aber fortwährend liefert auch unser Treibhaus 6 Nahrung pro Stunde und wir haben 2 Treibhäuser, die 6 Nahrung pro Stunde produzieren. Das heißt, das geht da auch noch mit rein. Das darf man nicht vergessen. Ach ja, genau. Dampfkohlegeneratoren können wir auch noch bauen. Einen haben wir hier hinten in Betrieb. Da könnten wir auch eine Verbesserung für erforschen. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Weist mich Kuje drauf hin. Gute Idee. Bei den Rohstoffen. Ja, Dampfkohlegenerator. Für einen Dampfkohlegenerator brauchen wir keinen Dampfkern. Okay. Spannend. Das heißt, das könnten wir auch noch machen. Und Fionanana sagt, wenn man Suppe kocht, dann kriegt man aus 2 Rohnahrungen 5 Essensrationen. Diese Möglichkeit haben wir nie gemacht, ne? Oh, Pause. Könnten wir immer noch machen, um das da zu machen. Und unsere Essensrationen steigen weiter. Das heißt, hier hinten würde ich erfreulicherweise das Lager für Essensrationen designieren. Und ja, Dampfzentrum-Effizienz haben wir erforscht. Wir haben jetzt noch Zeit. Wir brauchen, also hier hinten wird es, hier hinten sieht es sehr frostig aus. Aber hier fällt sie jeweils um 1 Grad. Wir sind jetzt, okay, wir sind auf Dampfstufe 3, ja. Es ist halt die Frage, wenn wir jetzt so viele Häuser haben, ob nicht die Dampfstufe 2 auch reicht. Ja, genau. Wenn wir alles auf Häuser abgegradet haben, müsste Dampfstufe 2 auch reichen. Wir brauchen auf kurz oder lang die hier, die Dampfstufe 3, aber Rohstoffe machen mir auch Sorgen. Heißt, Dampfkohlegeneratoren oder Holzkohlemeiler als nächstes, beziehungsweise Optimierung des Kohleabbaus. Bei mir wäre es das, die Optimierung des Kohleabbaus als nächstes. Für 10%, ja. Und dann können wir, weil wir können einfach noch einen Kohlegenerator irgendwo hinsetzen. Das können wir auch noch jederzeit machen. Ja. Machen wir vielleicht einfach mal. Hier hinten haben wir doch unseren Arbeitsbezirk, ne? Genau. Aber da werden wir keinen Platz mehr finden für einen Kohlegenerator, schätze ich. Rohstoffe. Kohlegenerator ist ein Riesenteil. Ah doch, da ist. Aber das finde ich eigentlich cool, wenn der noch ein bisschen Wärme abbekommt. Dann arbeitet irgendwie Ja. so, dass das noch ein bisschen wärmer ist, weil ich glaube, wir müssen dort ja auch die Sammelstellen wieder hinbauen. Ja, genau. Und Wie die sind denn brauchen auch die. Wärme. Eine Sammelstelle würde dahin passen. Oh, ja, das ist ja super. Da passt eine hin und da passt eine hin. Und die sind auch, wären auch noch im Heizungsdingsi-Dings Finde ich drin. super. Das heißt, achso, eine Sammelstelle sollte ich dann hier hinbauen.
Dann Kohlegenerator ist auch noch drin. Und Sammelstelle auch noch drin. Und die brauchen Straßen. Ich hoffe halt, dass die Sammelstelle jetzt nah genug dran ist, um diesen Kohlehaufen, den der produziert, abzugreifen. Aber ich denke irgendwie. Ja, hier, guck mal. Die weißen Kreise decken das ab. Das sollte klappen. Wenn man sie direkt angrenzend baut, reicht das eigentlich immer. Ja, da können wir Menschen beschäftigen mit Zeug. Und es kommt jetzt auch schon gut Kohle rein über den Arbeitstag. Also wir sind bei 3600. Einige Häuser sind auch schon fertig gebaut. Das heißt, wupp, wupp. Und hier oben mal. Können wir noch eins? Nein, natürlich nicht. So. Bau, bau, bau. Und da bauen wir neu. Oh Mann, ey. Ja, es ist nicht mehr lang, bis der dicke Sturm kommt. Es ist schon echt groß geworden, die Stadt. Das Loch ist fast zu klein. Okay, wir sind am Ende. Ah, es ist auch eine... genau. Unsere Truppe mit der Kohle, mit den 800 Kohlen, sind auch angekommen. Das heißt, dann sind wir auf 4600. Das sieht schon besser aus. Aber über Nacht werden wir jetzt natürlich jede Menge verbrauchen. Was wir machen könnten, weil Stahl sieht mittlerweile ganz gut aus. Wir könnten das Automaton aus dem einen Stahlkraftwerk rausnehmen und in eine Kohlemine reinsetzen, dass der rund um die Uhr uns Kohle bringt. Wir können überlegen, ob wir den dann in diesen neuen du brauchst ja gerade den Kohlegenerator, den wir wahrscheinlich gleich zum Dampfgenerator noch aufwerten, ob wir den da dann reinpacken. Mit den zwei Sammelstellen dazu. Ja, aber... aber wahrscheinlich der der Kohlegenerator produziert dann rund um die Uhr Kohle, die dann nur zur Arbeitszeit eingesammelt wird. Da würde ich dann eher eine Kohlemine nehmen für einen Automaton. Oh! Richtig, es wurde alles auf die höhere Reichweite gestellt. Weist uns gerade Fionanana hin. Das sollten wir rückgängig machen. Danke. Jetzt weiß ich allerdings nicht. Ah, hier oben sollte ich das beibehalten, weil deswegen war plötzlich da auch mehr Platz drin. Schätze ich. Aber hier oben bei den Wohngebieten brauchen wir es, glaube ich, nicht. Weil da haben wir keine neuen hinzugebaut. Nur da, wo schon Platz war. Das hier muss auch noch. Genau, das habe ich jetzt auch auf klein. Und hier hinten, ja, ich glaube, ich habe alle erwischt. Ne, hier ist noch eins. Genau, da. Das hier hinten lassen wir mal. Da. Ne, ich habe alle erwischt. Ja, ne, hier ist noch eins. Genau, das kann auch wieder klein. Dann verbrauchen sie weniger. Danke. Ach, mit O und I kann man direkt zwischen den Gebäuden gleicher Art wechseln. Wieder was gelernt. Das heißt also, wenn ich eine Sanitätsstation mache... Wenn ich O drücke, dann kriege ich die Temperatur. Meine Tastenbelegung ist wahrscheinlich etwas anders als die deine. Interessant. Aber warum? Mehr Häuser? So, und Rohnahrung. Wir haben in der Nacht, also am Abend, immer noch Rohnahrung. Das heißt, wir sollten eventuell
Hier hinten bei in der Arbeiterecke. Oh, hier können wir jetzt mal Menschen Und die Heizung einstellen anmachen. und die Heizung anmachen. Und Heizung an. Da wird neue Kohle geholt, sobald die Tagschicht wieder anfängt. Und wir könnten uns hier hinten auch mal noch eine Ecke gucken, wo wir dann vielleicht noch ein Speisehaus hingebumselt kriegen. Aber das wird wahrscheinlich. Das können wir vielleicht hier hinten hin machen, wo wir eigentlich für Wohn. Ja, aber ist egal, oder? Ja, ich glaube, so, es kommt, glaube ich, jetzt einfach keiner mehr Wir oder nicht mehr brauchen noch viele. eine Küche, genau. Wir brauchen einfach nur eine Küche. Und Haus geht weiter. Hier, 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 da, da. Immer. So ist es halt. So, es ist Nacht. Mal ein bisschen. In der Nacht wird Gott sei Dank viel gebaut. Weil die Leute nicht so viel zu tun haben. Naja, sie sollten eigentlich schlafen. Okay, damit mit den Dampfzentren geht unser Kohleverbrauch auch nochmal eine Nummer runter wieder. Sperreinheit Nummer 2 sind sicher in die Stadt zurückgekehrt. Sehr gut. Das heißt, hier auflösen. Zwar 5 Leute mehr, die arbeiten können. Und 2, die hungrig sind. Und hier haben wir jetzt. Ja, die können wir direkt anfangen zu kochen. Mit Heizung. Und hier hinten aus der Kohlemine. Es ist halt auch die Frage, wann wir den Außenposten da abbauen. Die müssen ja auch noch irgendwie sicher nach Hause kommen. Ja. Da hätte ich jetzt gesagt, am nächsten Tag. 2 Tage müsste reichen. Schätze ich. Wollte doch hier. Genau, da wollte ich reinklicken. So. Aber ich will das nicht aus dem Auge verlieren. So, es ist Nacht. Essen sieht jetzt wirklich gut aus. Aber wir haben nicht mehr so lange, ne? Sollten wir vielleicht noch. Mal nochmal Pause. Wir können nochmal upgraden. Hütte der fliegenden Jäger. Diese 3 noch. Ja, den Stahl dafür haben wir. Dann bringen die nochmal mehr. Und hier können wir, in den Gewächshäusern können wir bald wieder Vorarbeiter einsetzen. Und es wird morgen. Und unsere fliegenden Jäger kehren zurück und bringen sehr, sehr viel Rohnahrung mit. Das freut mich, das zu sehen. Und ich kann wieder Häuser bauen. Ich glaube, mehr kann ich nicht. Und wir haben bald alle Häuser und dann kann ich den Generator jedenfalls für eine kurze Zeit runterfahren. Und jetzt sind ja eh gerade, hupsi, jetzt sind ja eh die Leute nicht zu Hause, sondern arbeiten. Aber dann wird ja auch deren Arbeitsstätte kälter, wenn ich den jetzt runterfahre, richtig? Ja. Oh, hier haben wir ein Ereignis. Angst vor dem Sturm. Gebet bei der Arbeit. Sir, die an diesem Arbeitsplatz Werkstatt eingeteilten Einwohner haben heute die Arbeit verweigert. Sie wollen ihre gesamte Schicht mit Beten verbringen. Wir haben wie verrückt gearbeitet, Sir, aber mehr können wir kaum tun, um vorbereitet zu sein. Seien wir doch ehrlich, das ist das Ende der Welt. Gebete geben uns Hoffnung und Erlösung, egal was passiert.
Zwingt sie zu arbeiten, die Hoffnung sinkt, oder lasst sie beten, dieser Arbeitsplatz ist den ganzen Tag lang inaktiv. Ja, wir brauchen gerade irgendwie alle, damit wir es noch schaffen. Und ich glaube, also ich sehe gerade, dass wir es noch schaffen können. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, sehe ich auch. Wenn die Hoffnung sinkt, ist das so. Ja. Finde ich gut. Der Chat ist bei uns. Ja. So. Apropos sinkende Hoffnung, machen wir wieder ein paar Patrouillen, dann steigt die Hoffnung wieder. Genau, und Fiona Nana sagt, guckt doch mal bei eurer Nahrung. Gewinn an Essensrationen geht hoch. Das hier ist nur eine Schätzung. Gewinn an Rohnahrung geht leicht hoch. Nutzung Essensrationen, ja. Also, Nahrungsmittelverbrauch. Ich werde daraus nicht schlau. Also wir steigen jetzt hier gut an. Gewinn an Essensrationen. Kann ich das aus den Zahlen? Nee, kann ich nicht. Täglicher Gewinn. Speisehaus bringt uns jeweils... Wie viele Tage haben wir noch bis zum Sturm? Wir haben heute Tag 33. Irgendwann bei 36 kommt er anscheinend. So wie das aussieht. Ich hätte jetzt gesagt... 400 Rohnahrung sind dann nochmal 800 hier oben drauf. Wir verbrauchen aber auch was. Wahrscheinlich noch einen fliegenden Jäger. Sollten wir uns gönnen. Ich weiß noch nicht mehr, wohin. Irgendwo hier zwischen. Und dann haben wir auch langsam keine Leute mehr, die fliegenden Jäger bemenschen können. Oh. Ich habe zu viele... Ich war zu voreilig. So. Und ja, wir können hier, genau, wir können bei den Treibhäusern wieder die Vorarbeiter benutzen. Das ist jetzt wahrscheinlich dringend notwendig. Die Zeit wird angezeigt. Restliche zwei Tage und 19 Stunden. Okay. Optimierung des Kohleabbaus erforscht und wir könnten Rationalisierung des Kohleabbaus. Kohleminen, Dampfkohleminen und fortschrittliche Kohleminen arbeiten zusätzlich 10% effizienter. Das könnten wir auch noch machen. Oder wir bauen den Dampfkohlegenerator. Ich finde das hier eigentlich besser. Ich auch. Na denn. Nehmen wir das doch. Ach so, nee, warte mal. Ja doch, das können wir noch machen. Wir haben die Heizung schon erforscht, ne? Nee, Generatorleistung müssen wir noch erforschen. Wir brauchen dafür 80 Stahl und 120 Holz. Das müssen wir dann aber jetzt wirklich als nächstes machen. Machen wir. Ja. Das ist eine gute Frage, Horsti. Ich glaube schon. Ja. Also dieses Szenario. Es gibt in Frostpunk noch viele mehr. So. Ich glaube, hier unten können wir... Ja, da bei den Werkstätten können wir wieder Vorarbeiter. Bei denen hier... Da können wir auch schon wieder Vorarbeiter. Das heißt, die Forschung geht schneller. Das... Ist super. Ja.
Und hier hinten, achso, da wird, das, ich dachte immer, da sind Leute nicht angestellt, aber sind sie, da wird noch ein fliegender Jäger gebaut. Und ich fürchte, ich muss auch mehr Rohstoffe, mehr Rohstoffdepots noch irgendwo hinsetzen. Hier hinten setze ich mal noch eins hin. Weil... Rossi, ja. Hm? Rossi hat gefragt, ob das die erste, die leichte Kampagne ist. Ja, das ist die erste und die, naja, leicht. Ich habe jetzt wenig Vergleich. Ich habe noch eine andere gespielt. Und ansonsten, da kann ich mich aber auch, muss ich sagen, ist auch schon wieder eine Weile her. So, ein paar Häuser sind fertig. Zack, zack. Wir haben gleich komplett, sind gleich komplett durchgehaust. Und unsere Kohle überschreitet das erste Mal die 5000er Marke. Oh. Und bei den produzierten Nahrungsmitteln sind wir kurz vor der 3000er. Also wir nähern uns. Ja, wir nähern uns. Das ist sehr, sehr gut. Wo haben wir denn Holz? Ah, ne, Holz können wir uns eigentlich auch nicht leisten. Ach, können wir nicht machen Hä? Neue? Können wir nicht neue bauen? Ja, ich baue schon ein neues. Ich möchte dann noch eins bauen. Jawohl. Eins für Kohle, eins für Essen. Ja, die neuen die neuen Kohleminen helfen und die zweite Kohlefördergeschichte, die wir hier aufgebaut haben, ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Sache. Aber wenn die Temperatur sinkt, und das nächste ist erforscht und jetzt geht's an die Generatorleistung 3. Wenn die Temperatur sinkt, fangen wir wieder an, mehr Kohle zu verbrennen, weil wir wahrscheinlich in den Overdrive gehen. Overdrive, meine ich. Sprache schwer. Spätabend. Ja. Spätabend. Okay, da ist unsere Rohnahrung. Wir sind bei 3200. Das ist doch schon mal super. Und wir kriegen noch mal zweimal Nahrung von unseren fliegenden Jägern. Ja, und die Luft ist bestimmt auch sehr trocken, das stimmt. Und irgendwer ist irgendwo angekommen. Oh ja. Ah, unser Transport. Oh Gott. Der Transport wurde angehalten, weil das Lager voll ist. So wie das aussieht... Pause. Bist du schon auf Pause? Ich bin schon auf Pause. Ja. Das heißt, wir müssen die gleich losschicken, wenn wir da die Lager aufgebaut haben. Kann ich das irgendwie sagen, bitte mach schneller? Nee, ne? Mhm. Ich kann nicht Bau priorisieren. Aber die kann ich ja kurz vor der Stadt warten lassen und dann werfen sie mir die 800 Kohle rein, sobald das eine Lager voll ist. Wobei ich hatte doch hier hinten, genau, ich könnte ändern auf Kohle. Und wir könnten ein Sägewerk, weil wir haben uns jetzt entschlossen, aus Holz nichts dergleichen zu basteln. Das heißt, das Sägewerk, was hier fast leer ist, oder das hier, es hat eh nur noch zwei Stiele, die könnten wir jetzt mal zurückbauen. Ach, lass sie doch die 50 Holz da noch wegsammeln und dann... Okay. So. Dann können wir aber... Ach, ich habe das Lager und zack, sind sie reingekommen. Wir haben jetzt 6600 Kohle. Ich bin wirklich langsam dafür, den Außenposten abzubauen, weil die brauchen auch ein Stück, bis die wieder in der Stadt ankommen. Okay, dann bauen wir diesen Außenposten ab und schicken sie mal zurück. Und dafür brauchen sie 12 Stunden. Ja, ja, die Front kommt schon näher, das ist richtig. Ja.
Sind jetzt die Gruppe, die jetzt gerade uns die Kohle gebracht hat, ist die jetzt wieder losgelaufen oder was? Nein, die ist nicht losgelaufen. Die ist zu, die transportieren, bleiben dann immer nur da. Aber wenn ich den Außenposten abbaue, dann kommt der Außenposten an sich zurück. Also ich habe noch nie gesehen, dass die Leute dann wieder zurückgehen. Ich frage nur, weil die andere Gruppe ja unterwegs ist. Ich dachte, die würden warten. Nee, das hier sind Flüchtlinge. Ach, ich habe die Gruppe. Das hier sind noch Flüchtlinge, die noch kommen. Verzeihung. Ne, kein Ding.